Die Story von Elden Ring ist, ein wenig From Software untypisch, im Spiel selbst tatsächlich relativ gut nachzuvollziehen, ohne dass man alle möglichen Item-Beschreibungen liest und jeden Stein umdreht. Zumindest die Kernpunkte habt ihr wahrscheinlich beim ersten Mal durchspielen alle schon mitbekommen. Aber es wäre nicht From Software, wenn da nicht noch eine ganze Menge wäre, für das man etwas genauer hinschauen muss. Und heute in diesem Video versuche ich mal meine Interpretation der Hauptgeschichte von Elden Ring für euch festzuhalten, zu ordnen und einen Überblick über die wichtigsten Punkte zu geben. Hierbei ist natürlich wichtig zu wissen, dass ich hier volle Kanne über Spoiler reden werde und dass natürlich, weil es eben ein From Software Spiel ist, auch einige Punkte einen Interpretationsspielraum haben. Das finde ich auch so charmant daran. Das heißt, das hier ist nicht die definitive Story um Elden Ring. Ich glaube, die hat momentan noch keiner. Über die nächsten Jahre, wenn die anderen Spiele dafür ein Indikator sind, wird sich die Community sicherlich noch eine Menge damit beschäftigen. Ich bin Simon vom YouTube-Kanal Dr. Badbeard. Bei mir auf dem Kanal findet ihr noch Videos zu vielen anderen Spielen, aber auch einiges zu Elden Ring. Schön, dass ihr reinschaut und ich hoffe, ihr bleibt ein Weilchen. Wenn es euch gefällt, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen und diskutiert gerne unten in den Kommentaren über die Storypunkte. Aber damit fange ich jetzt auch endlich an. Um die Story von Elden Ring zu verstehen, muss man erstmal verstehen, was überhaupt der Elden Ring ist. Der Elden Ring ist das Erste, was euch im Spiel begrüßt. Auf dem Titelbildschirm, das da hinten, das ist der Elden Ring. Aber die Frage ist vielmehr, was bedeutet der Elden Ring? Der Ring besteht aus großen Runen, die ihr über den Spielverlauf auch sammelt, die Regeln der Welt, der Realität in den Zwischenlanden selbst definieren. Eine Art Quellcode oder Logik der Realität. Woher kommt der Elden Ring? Ja, er kommt von den Göttern dieses Universums. Und damit meine ich nicht die Göttin Marika, über die wir später nochmal reden, oder die diversen Halbgötter, die ihr im Spielverlauf trefft, sondern etwas noch Höheres, die sogenannten äußeren Götter. Die werden im Spielverlauf öfter auch mal angeschnitten, einige expliziter als andere. Das sind quasi Lovecraft-artige Wesen, die außerhalb der Realität des Spiels leben, aber einen Einfluss auf die Realität haben. Der prominenteste dieser äußeren Götter ist der höhere Wille. Von ihm kommt auch der Elden Ring. Jetzt ist wichtig zu wissen, dass die Zwischenlande offensichtlich schon vor dem Einfluss des höheren Willens existiert haben, dass dort auch schon Leben existiert hat. Aber irgendwann hat sich der höhere Wille dazu entschieden, die Zwischenlande zu beeinflussen. Dafür hat er einen Vasallen, das Eldenbeast, in diese Realität ausgesandt. Das Eldenbeast ist nicht nur der Final Boss vom Spiel, sondern die tatsächliche Manifestation des Elden Rings, sprich der Einfluss des höheren Willens. Aber um seinen Willen in den Zwischenlanden zu festigen, brauchte der Elden Ring auch noch eine Art Verankerung in dieser Realität und das sollte Marika sein. Bevor wir darüber reden, müssen wir aber auch noch definieren, was eigentlich der Erdbaum ist. Der Erdbaum, so verstehe ich das zumindest, ist eine Manifestation des Elden Rings, eine Repräsentation der Ordnung des höheren Willens. Wie gesagt, gab es schon Leben in den Zwischenlanden vor dem Erdbaum, vor dem Elden Ring. Im Spiel wird öfter mal der Schmelztiegel erwähnt, das ist eine Art Urform des Lebens, ein Repräsentant einer Ära, bevor die Ordnung dort war. Und aus diesem Schmelztiegel ist auch der Erdbaum erwachsen. Der Schmelztiegel, wie der Name schon suggeriert, ist ein Symbol für eine andere Art von Ordnung, für ein Zusammenkommen, für eine Einheit des Lebens in einer Urform sozusagen. Der dann daraus gewachsene Erdbaum ist eine Repräsentation einer neuen Ära des Lebens. Er symbolisiert das Aufbrechen, das Abzweigen von einzelnen Individuen und Entscheidungen, wie man an den ganzen Wurzeln und den Ästen vom Erdbaum auch erkennen kann. Das Ganze ist natürlich ein bisschen metaphysisch, aber hier kommt auch tatsächlich ein anderer äußerer Gott ins Spiel. Je nachdem, wie ihr gespielt habt, seid ihr da auch mit in Kontakt gekommen, nämlich der Gott der rasenden Flamme. Und der scheint im Konflikt zu stehen mit dem höheren Willen. Die rasende Flamme steht eben für diesen Schmelztiegel, für das Zusammenkommen von allem Leben in einem Organismus, einer Supereinheit. Und im Spiel könnt ihr euch unter anderem entscheiden, ob ihr dem höheren Willen und seinen Vasallen, den zwei Fingern, folgt oder den drei Fingern, den Repräsentanten oder Vasallen des Gottes der rasenden Flamme. Ihr merkt schon, zwei Finger, drei Finger, die beiden sind eng verknüpft und kämpfen sozusagen um die Vorherrschaft in den Zwischenlanden. Jetzt kommen wir zu Königin Marika, der Göttin des Elden Ring Universums, quasi ein Level unter den äußeren Göttern, und die ganze Story dreht sich tatsächlich um sie.
Marika ist eine Numen. Das ist eine Rasse, die von außerhalb der Zwischenlande stammt, die offensichtlich ein langes Leben hat, aber von denen nicht viele geboren werden. Was genau von außerhalb bedeutet, ist ein bisschen offen gelassen. Jedenfalls ist sie irgendwann in die Zwischenlande gekommen und hat dort schnell Macht erlangt. Um den Elden Ring oder seinen Einfluss in dieser Realität zu verankern, brauchte der höhere Wille ein Gefäß für den Elden Ring. Dafür wurde Marika auserkoren, als Herrscher und als Gefäß für den Elden Ring. Diejenigen, die dafür das Potenzial haben, werden als Empyrean bezeichnet. Empyreans bekommen von den zwei Fingern einen Schatten zur Verfügung gestellt, einen treuen Gefährten, eine Art Halbbruder wird es auch öfter mal genannt, im Fall von Rani der Hexe, die ihr vielleicht über den Spielverlauf getroffen habt, die auch eine Empyrean ist und sozusagen die Nachfolge von Marika antreten sollte, war das Blight. Im Fall von Marika war es Maliketh, später bekannt als die Schwarze Klinge. Dieses Biest an der Seite der Empyreans ist mit ihrer Seele verknüpft, kann sie nicht betrügen, ist bis aufs Ende loyal, außer der Empyrean widersetzt sich dem Willen der zwei Finger, also dem höheren Willen. Das ist also eine Art Sicherheitsmechanismus. Ganz schön gemein, denn im Spiel habt ihr, wenn ihr die Quest von Rani gemacht habt, auch genau gesehen, was dann passiert. Ein Herrscher als potenzielles Gefäß des Elden Rings braucht auch noch als letzte Bedingung einen Gefährten. Und im Fall von Marika war das Horalu. Ein Kriegerhäuptling aus den Ödlanden, die auch außerhalb der Zwischenlande liegen. Ihr kennt ihn aber besser als Godfrey, den ersten Eldenlord. Der Gefährte der Herrscherin, also des Gefäßes des Elden Rings, bekommt den Titel Eldenlord. Das ist es, was es bedeutet, der Eldenlord zu sein. Es ist übrigens nicht ganz klar, was eigentlich die Voraussetzungen dafür sind, ein Empyrean zu werden. Offensichtlich wird man aber so geboren, also mit diesem Potenzial, das Gefäß für den Elden Ring zu werden. Das werden aber nicht alle Halbgötter. Im Spiel wird erwähnt, so habe ich das zumindest verstanden, dass eine Möglichkeit ist, von einem einzigen Gott geboren zu sein. Das kann man jetzt so interpretieren, dass man von einem höheren Gott sozusagen auserkoren wurde oder von einem niederen Gott, wie beispielsweise Marika, abstammt. Die Theorien darum und was das eigentlich genau bedeutet, das wäre nochmal ein ganz eigenes Video. Für den Moment ist es aber nicht so wichtig. Was auch immer der Fall ist, wieso Marika selbst eine Empyrean ist, ist nicht ganz klar. Wichtig ist aber, dass es eine eher seltene Sache ist und dass zum Beispiel nicht alle Abkömmlinge von Marika dieses Potenzial haben. Marika als Herrscherin, als Gefäß des Elden Rings, scheint aber auch eine gewisse Autonomie zu haben und nicht komplett dem höheren Willen unterworfen zu sein, zumindest solange es nicht im Kern dem widerspricht, was dem höheren Willen so passt. Denn sie hat tatsächlich eine der Runen aus dem Elden Ring entfernt, die Rune des Todes. Diese Rune hat sie in ein Schwert gebunden und an Maliketh gegeben. Daher war er dann als die Schwarze Klinge bekannt, denn damit hatte Marika effektiv das Monopol über den Tod, also den tatsächlichen Tod. Seitdem war sie bekannt als Marika die Ewige und das war auch der Zeitpunkt, zu dem die Goldene Ordnung geboren wurde, von der ihr im Spiel öfter gehört habt, also die Logik, das Gesetz, nach dem die Zwischenlande fortan existieren sollten. Das ist übrigens auch der Grund, warum es so viele Geister in Elden Ring gibt. Nichts stirbt wirklich, also wird komplett aus der Welt entfernt, sondern es geht zurück zum Erdbaum, wird sozusagen recycelt durch die Macht des höheren Willens. Kann man auch in den Katakomben sehen, wo man die Wurzeln des Erdbaums sehen kann, wie sie die Körper der Toten absorbieren. Also vielleicht ganz im Sinne des höheren Willens. Mit ihrer beträchtlichen Macht und ihrem Gefährten Godfrey zog Marika dann aus, um die restlichen Splittergruppen in den Zwischenlanden auch noch dem höheren Willen zu unterwerfen. Beispielsweise die Feuerriesen, die tatsächlich einen anderen äußeren Gott anbeten. Oder die Akademie von Rhea Lucaria und die Hochgeborenen von Lyurnia, die die Macht der Sterne und den Mond, der möglicherweise auch einen äußeren oder höheren Gott repräsentiert, verehren. Zusammen mit Godfrey hatte Marika auch zumindest drei Halbgottkinder. Den Liebling, Godwin, den Goldenen und die Omenzwillinge Morgoth und Moog, die mit einem Fluch geboren wurden. Die repräsentieren so eine Art Glitch in der Ordnung des höheren Willens, in der Ordnung des Elden Rings. Sie können keine Gnade, also keinen Einfluss des höheren Willens empfangen und können auch nicht in diesem Zyklus der Wiedergeburt, also ihre Seelen, können nicht zum Erdbaum zurückkehren.
Und da, ja, der tatsächliche Tod fehlt, also von Marika entfernt wurde, kann man das schon als Fluch betrachten. Ich will nicht zu weit abschweifen, aber ihr merkt, es gibt einfach sehr viele Themen in diesem Spiel, sehr viel, über das man auch ein eigenes Video machen könnte. Aber deswegen wurden die beiden als Abscheulichkeiten betrachtet und im Keller sozusagen der Hauptstadt eingesperrt. Godric übrigens, der erste größere Boss im Spiel, ich weiß, viele Gs, ist Teil dieser Blutlinie, aber es ist nicht klar, ob er ein Sohn von Marika ist oder ein Sohn ihres Sohnes, sozusagen ein Sohn von Godwin, dem Goldenen. Offensichtlich ist aber sein göttliches Blut sehr weit verwässert, weshalb er diese abscheulichen Dinge tut, die ihr im Spiel sehen könnt, um sich selbst größere Macht zu verschaffen. Aber kommen wir zurück zu Marika. Zu irgendeinem Zeitpunkt hat Marika angefangen, einen Plan zu schmieden, sich dem höheren Willen zu widersetzen. Sie hat offensichtlich absichtlich die Gnade von Godfrey und seinen Getreuen entfernt. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Befleckten geboren wurden. Ihr seid sozusagen ein Angehöriger, ob jetzt eine direkte Abstammung oder einfach nur Teil seines Volkes, von Godfrey. Er und die Befleckten wurden verbannt aus den Zwischenlanden und wie gesagt ist impliziert, dass das ein Teil von Marikas Plan war, dass die Befleckten, dass Godfrey außerhalb der Zwischenlande an Stärke gewinnen können, ohne die Gnade und den Einfluss des höheren Willens. Auch hat sie den Schmied Hugh an die tafelrunden Feste gebunden und ihm den Auftrag gegeben, Waffen herzustellen, die Götter töten können. Es ist deutlich impliziert, dass es sich bei Göttern um das Eldenbeast handelt. Sprich, Marika versucht sich auf lange Sicht vom Einfluss des höheren Willens zu befreien. In der Zwischenzeit gab es in den Zwischenlanden ein paar weitere relevante Geschehnisse. Wie schon gesagt, hat Marika versucht, dort alles unter ihre Kontrolle zu bringen, aber ein kleines gallisches Dorf leistete die Akademie von Rhea Lucaria und das Karianische Königshaus, die vereint wurden von Renala, der Mondkönigin, die mit ihrer Mondmagie die Karianische Königsfamilie und die Magier von Rhea Lucaria unter sich versammelte, widersetzten sich stark gegen den höheren Willen, gegen Marika, sodass wenige karianische Ritter, die ihr auch im Spiel bekämpfen könnt, offensichtlich einen ganzen Haufen von Marikas besten Soldaten aufhalten konnten. Dabei hat keiner gewonnen oder verloren, sondern es war eine Pattsituation. Bei einem dieser Angriffe hat sich allerdings einer der Champions der Goldenen Ordnung, eine Art Elite-Soldat in Marikas Armee, Radagon, mit Königin Renala verbandelt. Die beiden haben sich ineinander verliebt und tatsächlich geheiratet. Radagon hat vorher seine Sünden abgetan, indem er sich mit heiligem Tau gewaschen hat und sowas, um für all die ganzen Gräueltaten im Krieg irgendwie Vergebung zu bekommen. Aber die beiden waren tatsächlich ein Paar, symbolisiert dann so eine Art politische Einheit dieser beiden Fraktionen, weshalb auch die Akademie von Rhea Lucaria noch eine gewisse Freiheit hatte, ihre Wege der Magie zu praktizieren, mal ab von der Glaubensmagie der Goldenen Ordnung. Radagon und Renala hatten auch ein paar Kinder, da wir einmal Radahn oder für euch vielleicht besser bekannt als General Radahn, der eine Affinität für Gravitationsmagie hatte und wohl sehr nach seinem Vater Radagon kam. Dann Rykard oder Prätor Rykard, der sich später an eine götterverschlingende Schlange verfütterte. Das ist nochmal, ja, ein ganz anderes Buch. Und die Mondprinzessin Rani, die ähnlich wie ihre Mutter eine Affinität für Mondmagie hatte. In der Zwischenzeit wurden, wie gesagt, Godfrey und die Befleckten aus den Zwischenlanden verbannt. Das bedeutet, Marika hatte keinen Gefährten mehr. Und wie wir eben etabliert haben, ist das eine Voraussetzung dafür, dass diese ganze Gefäß für den Elden Ring-Geschichte funktioniert. Offensichtlich. Das bedeutet, Marika hat Radagon zu sich zurückgerufen. Worüber, naja, Renala nicht besonders glücklich war und hat Radagon zu ihrem Gefährten gemacht, sprich zum zweiten Eldenlord. Jetzt hatten die beiden auch zwei Kinder, Malenia und Mikaela, die beide allerdings von Geburt an verflucht waren. Malenia, die ihr auch im Spiel als optionalen quasi Superboss bekämpfen könnt, war mit der Scharlachfäule verflucht. Ob sie jetzt deren Ursprung ist oder nicht, ist fraglich. Allerdings ist die Scharlachfäule auch offensichtlich eine Repräsentation oder der Einfluss eines anderen äußeren Gottes.
Die mischen sich also da überall irgendwie ein. Mikela auf der anderen Seite war verflucht, auf ewig im Körper eines Kindes zu leben. Mikela ist nochmal eine ganz interessante Story, denn der wird von vielen Charakteren im Spiel als einer der gefährlichsten Halbgötter angesehen. Es wird beschrieben, dass er die Fähigkeit besaß, andere auf seine Seite zu ziehen. Und jetzt kommen wir quasi zum großen Twist in Elden Ring. Ab hier wird's ein bisschen wild, also wilder als zuvor. Einige Charaktere im Spiel fragen sich, warum Radagon eigentlich als einfacher Champion ausgewählt wurde, Elden Lord zu werden. Es gibt auch einen Bildhauer, der offensichtlich ein Geheimnis von Radagon gesehen hat, das er in einer Statue versteckt hat, weil er so schockiert davon war. Diese Statue könnt ihr im Spiel tatsächlich finden, in der Hauptstadt. Und wenn man eine bestimmte Glaubensmagie, das Gesetz der Regression, vor dieser Statue benutzt, enthüllt sich dieses Geheimnis. Die Statue von Radagon verwandelt sich in eine Statue von Marika. Und als ob das jetzt noch nicht reichen würde, hat From Software auf den Boden auch nochmal eine Nachricht gepackt, in der explizit steht: Radagon ist Marika. Hä? Hier ist das Ganze auch ein bisschen schwammig, was die Interpretation angeht. Die beiden sind offensichtlich ein und dasselbe Wesen, ob sie sich jetzt die Seele oder den Körper teilen. Ich meine, am Ende vom Spiel kann man es auf jeden Fall sehen. Da seht ihr Marika gekreuzigt, gefesselt an den Erdbaum für Dinge, über die wir später noch reden. Sie fällt runter und plötzlich verwandelt sie sich quasi in Radagon. Ob es also quasi zwei Körper gibt oder ob Marika in einer anderen korporalen Form zu Renala gegangen ist und sie geheiratet hat, das ist nicht wirklich klar gemacht im Spiel. Klar ist aber, dass die beiden einem Wesen entsprechen, aber irgendwie auch ihren eigenen Willen haben. Sprechen wir später nochmal drüber. Ich sag ja, es wird jetzt wild. Ich habe eben schon gesagt, ein bisschen metaphysisch, aber ist eigentlich ganz interessant, denn die Inspiration für diese ganze Story, und jetzt ziehe ich mich mal gerade aus diesem expliziten Lore-Zeug ein bisschen raus, ist eben nicht nur nordische Mythologie, ne, der Weltenbaum, der Erdbaum und sowas, sondern eben alte alchemische Lehren. Wer da ein bisschen aufgepasst hat, sich für sowas mal in einem YouTube-Rabbit-Hole interessiert hat oder vielleicht die Castlevania-Serie auf Netflix geguckt hat, hat vielleicht schon mal vom Rebus oder Rebus gehört, der göttlichen Einheit von Mann und Frau, einem Hermaphrodit. Es ist ein Ziel der Alchemie, dieses Wesen herzustellen. Und in alten Zeichnungen ist auch immer wieder die Rede von dem roten König und der weißen Königin, ne, Radagon, rotes Haar und so weiter. Ihr seht, die Inspiration ist da ziemlich klar. Und ich könnte noch weitermachen, wenn man sich die Türme in Elden Ring anguckt und diese alten Zeichnungen, dann kann man da auch irgendwelche Parallelen sehen. Aber das will ich jetzt nicht allzu weit vertiefen, sondern eher bei dem bleiben, was im Spiel tatsächlich drin ist. Aber das bedeutet, dass Malenia und Mikela das Kind von effektiv einer Person waren. Und vielleicht ist das eine Erklärung dafür, warum die beiden mit einem Fluch geboren wurden, beziehungsweise mit einer Krankheit und deswegen auch als Nachfolger von Marika als Elden Ring Gefäß, als Empyrean untauglich waren. Wobei das nicht ganz richtig, Mikela hatte tatsächlich seine eigene Instanz der zwei Finger, wurde tatsächlich schon darauf vorbereitet, eben so ein Nachfolger zu werden, hat sich aber selbstständig von der Goldenen Ordnung abgewandt und das ist nochmal eine ganz eigene Story. Ich kann jetzt nicht alles hier erzählen, okay? Um jetzt unsere kleine Historie der Zwischenlande wieder auf Spur zu bringen. Wir haben etabliert, dass Marika sich so langsam im Schatten ein bisschen gegen die Goldene Ordnung, gegen den höheren Willen gestellt hat und das hat dem nicht so richtig gepasst. Deswegen hat der höhere Wille ein neues Gefäß für den Elden Ring, einen neuen Herrscher gesucht. Und die Kandidatin, die sozusagen übrig blieb, war Rani. Ihr erinnert euch, wenn ihr sie im Spiel getroffen habt, sie hat ihre eigene Instanz von den zwei Fingern, die sie mit Blight, ihrem Schatten, ausgestattet haben und wurde somit darauf vorbereitet, die nächste Herrscherin zu werden. Das hat ihr aber gar nicht gepasst. In einer sozusagen Nacht- und Nebelaktion hat sie ein Fragment der Rune des Todes aus dem Schwert von Malekith gestohlen. Aus diesem Fragment hat sie schwarze Messer gefertigt und mit einer Gruppe von Assassinen, die übrigens alle Numen waren und bei denen impliziert ist, dass deswegen auch Marika da irgendwie mit im Spiel war, also sprich, das Ganze vielleicht auch Teil von Marikas übergeordnetem Plan war. Ich weiß, ist krass, okay, kommen wir zurück. Mit diesen Assassinen und den Klingen, die ein Fragment des Todes enthalten, war Rani in der Lage, die Götter
zu töten, also tatsächlich zu töten. Das heißt, auch ihren eigenen göttlichen Körper, ihren Halbgottkörper, ihr Empyrean-Fleisch, was sie an den höheren Willen kettete, um sich von dem Schicksal zu entfernen. Im Spiel wird immer gesagt, der erste Halbgott, der getötet wurde in dem Event, was später als die Nacht der schwarzen Klingen bekannt wurde, war der Lieblingssohn von Marika, Godwin der Goldene. Aber das stimmt nur halb, denn ich glaube, das war auch tatsächlich Teil von Rannis Plan. Sie wollte nicht komplett sterben, sie wollte nur ihren Körper töten, nicht ihre Seele, die ihr ja gebunden an diese Puppe im Spiel auch treffen könnt. Dass es zumindest meine Interpretation klar ist, dass Rani und Godwin gleichzeitig umgebracht wurden. Bei Godwin ist die Seele gestorben, der Körper bleibt bestehen und ist zu einem grotesken Mahnmal des Untodes herangewachsen und Rani hat sich nur ihres Körpers entledigt. Ich denke, wie gesagt, das ist kein Zufall, sondern das war Teil ihres Plans. Deswegen trägt jeder der beiden Körper auch nur das halbe Fluchmal des Todes. Dualität ist, wie ihr merkt, eine ganz starke unterliegende Thematik von Elden Ring. Dieser Tod allerdings von Godwin, dem Lieblingssohn von Marika, hat sie laut der Beschreibung der meisten Charaktere im Spiel dazu verleitet, aus Wut und Trauer den Elden Ring zu zerschmettern in einem Event, was als das Shattering bekannt wurde. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das alles irgendwie Teil von ihrem Plan war, sich der Kontrolle der höheren Macht zu entledigen, passt das eigentlich alles ziemlich gut zusammen. Denn es gab keinen Nachfolger und trotz dieser großen Sünde sozusagen in den Augen der höheren Ordnung, konnte Marika nicht einfach entfernt werden, da der Elden Ring ja da die Macht der höheren Ordnung ja an die Welt gebunden werden musste. Das bedeutet, stattdessen wurde sie eingekerkert, eingesperrt im Erdbaum, der Zustand, in dem ihr sie dann später auch im Spiel vorfindet. Die Fragmente des Elden Rings, also die großen Runen, wurden dann auch aufgeschnappt von den diversen Halbgöttern und denjenigen, die um die Macht in den Zwischenlanden buhlten. Und irgendwie ist alles außer Kontrolle geraten, was dem höheren Willen keine andere Wahl ließ, als die in Ungnade gefallenen Befleckten, um Godfrey wieder in die Zwischenlande zu holen, wieder mit Gnade auszustatten, was quasi der Startpunkt des Spiels ist für euch. Ihr sollt also diese Runen alle wieder einsammeln und den Elden Ring im Idealfall wieder zusammenschmieden. Was übrigens Radagon auch versucht hat, nachdem Marika ihn zerschmettert hat. Was bedeutet das wahrscheinlich, diese beiden Seiten der Medaille, diese beiden Teile dieses einen Wesens auch eine gewisse eigene Agenda, einen gewissen eigenen Willen haben? Hat alles nicht geklappt, keiner der Halbgötter konnte sich durchsetzen. Es gab einen großen Krieg, alles war im Eimer. Und ja, das ist wie gesagt der Punkt, an dem ihr ins Spiel kommt. Sozusagen das letzte Hurra des höheren Willens. Und offensichtlich ist Marikas Plan soweit ziemlich gut aufgegangen. Was ich selber sehr interessant finde, ist, dass ihr über den Spielverlauf aber auch noch andere Runen finden könnt, als die, die für den Elden Ring tatsächlich benötigt werden. Ihr könnt also noch weitere Runen hinzufügen am Ende, weitere Regeln in den Quellcode der Realität packen, aber das Elden Beast oder vielleicht der direkte Einfluss des höheren Willens ist dann immer besiegt. Ihr habt den am Ende immer besiegt. Was ich so interpretiere, dass Marika da dann gut dasteht und vielleicht im Hintergrund die volle Kontrolle hat, denn denkt daran, Elden Lord zu sein, was ihr am Ende des Spiels ja seid, bedeutet der Gefährte des Gefäßes des Elden Rings zu sein, sprich Marika ist dann noch da. Also sie hat quasi gewonnen. Aber es gibt auch ein paar Enden, die davon abweichen, zum Beispiel das Ende der rasenden Flamme, was einfach alles komplett zerstört und ja, dazu führt, dass alles niedergebrannt wird, sprich alles wieder zu einer Einheit wird, was dem Willen eines anderen höheren Gottes entspricht. Auf der anderen Seite haben wir das Ende von Rani, die, wie wir ja festgestellt haben, da ihr ganz eigenes Süppchen gekocht hat. Ich denke, das ist auch das gute Ende sozusagen im Spiel, denn hier zerfällt am Ende Marika symbolisch, also offensichtlich ist in dem Fall ihr Plan wohl nicht aufgegangen. Der Elden Ring wird nicht wieder zusammengefügt, es wird auch keine neue Rune eingefügt, sondern es wird ein komplett neues Zeitalter eingeleitet, ähnlich wie nach dem Schmelztiegel
Der Erdbaum kam, kommt jetzt nach dem Erdbaum, das Zeitalter des Mondes. Rani beschreibt das auf dem Weg dahin und am Ende als ein Zeitalter der Kälte und der Finsternis, aber auch irgendwie der Freiheit, so interpretiere ich das zumindest, ein bisschen wie das Dark Age in Dark Souls, das Zeitalter der Menschen, denn es sieht so aus, als ob Rani und ihr und das ganze Göttliche aus der Welt irgendwie verschwindet, in die Sterne geht, in die Entfernung geht, also nicht mehr direkt auf der Welt einen Einfluss hat. Die Frage ist, ob der Mond auch eine Art äußerer Gott ist oder nicht. Das ist alles, wie gesagt, jetzt etwas vage. Das ist zumindest meine Interpretation des Rani-Endes, was ich, wie gesagt, für das gute Ende des Spiels halte. Und ja, das war die kleine Historie der Zwischenlande. Ich sag ja, einiges hat Interpretationsspielraum. Das ist, wie ich es verstanden habe, das ist meine Interpretation. Da wird sich sicherlich einiges noch entwickeln über die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, wie schon zu Anfang erwähnt. Und das waren auch ehrlich gesagt ja nur die absoluten Hauptkernpunkte. Es gibt noch viel, viel mehr in dieser Story, über das man vielleicht ein eigenes Video machen könnte. Weiß ich nicht, ob daran Interesse besteht. Das hier hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, war aber auch eine Menge Arbeit. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuhören und vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!